Hallo. Ja, herzlich willkommen hier unter den Palmen in meinem therapeutischen Zelt, wie ich so liebevoll nenne. Ein Therapiezelt direkt hier unter den Palmen im Grünen. Ja, was soll das Thema heute sein für uns alle? Ich möchte dich etwas fragen, wenn ich darf. Wie wertvoll und wichtig ist es dir eigentlich, deine Gesundheit auf einen richtig, richtig guten Level zu bringen? Und diesen Level natürlich auch zu erhalten. Wenn wir jetzt mal eine Skala von 1 bis 5 anpeilen wollen würden, was würdest du denken? Was ist da dein Level? Und wenn du mich diese Frage jetzt selber stellen wollen würdest, also mich diese Frage stellst, dann würde ich sagen 6 und mehr. Ja, da darfst du kurz lächeln und schmunzeln und dich wundern. Das war vielleicht früher auch noch nicht so der Fall, aber mittlerweile ist es Priorität Nummer 1 geworden. Ja, und wenn ich wirklich ganz ehrlich mit euch sprechen möchte, und das tue ich hiermit, habe ich es natürlich auch nicht immer so gesehen. Ich glaube, wenn man noch jung und vital ist und lustig ist, dann hat man das Gefühl, man könnte die ganze Welt umarmen und man könnte alles schaffen. Und das hat mit 20 super geklappt, mit 30 auch. Ich würde mal sagen, bis in meine Mitte 40er hat das mega, mega cool geklappt. Und dann kam ein Moment, ich bin 48 Jahre alt gewesen. Damals habe ich gesagt, ich bin alt geworden. Und das ganze System ist hinten runtergefallen. Dazu erzähle ich euch gerne mal in meinem nächsten Podcast ein bisschen ausführlicher. Das würde jetzt hier diese kleine Story ein bisschen sprengen. Was ich euch einfach heute noch mitgeben möchte, stell dir einfach vor, deine Gesundheit ist etwas so, so Kostbares. Und du kannst nicht morgens an deinen Schrank gehen. Eine Frau zieht ein neues Kleid an, ein Mann zieht eine Hose und ein Jackett an. So geht es eben nicht. Und das möchte ich euch ein bisschen mitnehmen auf den Weg. Ja, und wisst ihr was? Es ist gar nicht wichtig, dass du es alleine tust, sondern es ist schlau und clever, weil mentale Gesundheit, Mental Health, beginnt hier in unserem Köpfchen, dass wir erstmal verstehen, wie unser Körper gerade funktioniert. Und wenn er ein bisschen in Disbalance geraten ist, wenn ein bisschen bioenergetische Systeme nicht mehr so richtig rund laufen, dann holen wir uns clever, wenn wir clever sind, holen wir uns gute Hilfe. Ja, wir holen uns gute Hilfe. Wir holen uns jemanden an die Hand, der weiß, wo die Reise hingeht. Und am besten ist auch jemand, der diese Reise schon mal gemacht hat oder vielleicht schon 3-mal gemacht hat oder schon 5-mal gemacht hat. Deshalb bin ich jetzt so, ich bin Therapeutin durch und durch, das könnt ihr mir glauben. Jetzt kommen schon fast 40 Jahre therapeutische Arbeit bei mir zusammen. Insgesamt sind es 2 Studiengänge, die ich da schon absolvieren durfte. Und trotzdem bin ich in die Prävention eingestiegen, weil ich gemerkt habe, hallo? Tja, und was genau heißt Prävention? Prävention heißt, dass du vorbeugst. Ich glaube, mit vielen anderen Themen haben wir es schon richtig, richtig gut verstanden. Wenn du da draußen Autofahrer bist und sagst, Mensch, ich muss heute 500 Kilometer fahren, da guckst du auch erst, ob dein Tank genügend Sprit hat, sonst wirst du nämlich nicht ankommen. Und wenn wir Hunger haben, müssen wir den Kühlschrank wieder auffüllen. Und wenn wir keine frische Wäsche mehr haben, müssen wir erstmal die Wäsche waschen und. Es gibt wirklich so viele Themen, die haben sich in unseren Alltag so gut integriert, dass wir sie schon verstehen, wie sie gehen. Und jetzt komme ich wieder zu dem Bereich Prävention im Sinne von unserer Körperwahrnehmung, Gesundheit täglich umsetzen. Da habe ich das Gefühl, da ist einfach ein bisschen eine Lücke noch in dem ganzen System. Und deshalb möchte ich dir da draußen, wenn du jetzt möchtest, ein bisschen weiterhelfen, das täglich umzusetzen, lockerer, geschmeidiger zu werden. Ich als Menopause-Best-Ager weiß, wie es geht. Also, ciao!